Handwerk auf großer und kleiner Fahrt. Darum geht es heute bei HWK TV. Wir stellen Unternehmen vor, die Boote und Schiffe bauen und damit im wahrsten Sinne des Wortes auch wirtschaftlich auf einer Welle des Erfolgs schwimmen. So in Niederbreitbach im Wiehtal. Hier werden Boote aus Holz gebaut, deren Pläne aus aller Herren Länder in die Werkstatt von Tischlermeister Dirk Hoverscheid kommen. Zurzeit bin ich ein Einmann-Kajak am Bauen in Leistenbauweise. Wird komplett in Holz gefertigt und ja, hat eine Zuladung von ca. 150 bis 160 Kilogramm. Ist ein reines Seekajak. Das Hoverscheid Planke für Planke zusammenbaut. Auf Kiel gelegt werden seine Neubauten nicht, sondern entstehen verkehrt herum. Das, was später im Wasser nach unten zeigt, ist in der Werkstatt oben auf und wird durch Vater und Sohn Hoverscheid mit viel Geschicklichkeit, Erfahrung, aber auch Kraft zu einem Boot geformt. Vor 10 Jahren baute der Tischlermeister sein erstes Kanu, das heute noch im Einsatz ist. Langlebigkeit ohne zusätzliche Pflege, Gewichtsreduzierung und natürlich Ästhetik zeichnen die Boote aus. Wie der Bootsbau nach Niederbreitbach kam, erklärt Dirk Hoverscheid so. Ja, Bootsbau ist eigentlich so ein Hobby von mir gewesen. Vor 10 Jahren kam so das Interesse, durch Bootfahren halt auf Lahn, Mosel. Ja, ein Holzboot, das wäre, sage ich mal, als Schreiner liegt das nahe, aus Holz ein Boot zu bauen. Und habe mir dann Pläne besorgt, teilweise aus Amerika und aus Schweden, wo diese Leistenbauweise überwiegend noch in größerem Stil angeboten wird. Und habe dann angefangen, so Learning by Doing und ja, so durch Einlesen halt die Leistenbauweise jetzt für mich zu nutzen und danach dann auch Boote zu bauen. Das erste Boot, was ich gebaut habe, war ein Kanu, was ein bisschen zu groß geraten war, weil ja, ich hatte einen Plan, wie gesagt, aus Amerika und da stand dann drin bis 300 Kilo und für 2 Mann, ja, und ich bin heute gerade schmal. Mit Zuladung habe ich gedacht, okay, muss halt so in der Größenordnung dann bauen. Ja, und habe dann nachher aber festgestellt, ja, war viel zu groß, weil man konnte mit dem Teil mit 4 Personen fahren. Und dann habe ich anschließend das nächste schon angefangen zu bauen, was ein bisschen kleiner war, dann für 2 Personen auch wirklich ausgereicht hat. Doch nicht nur Boote entstehen im Familienunternehmen, sondern auch sakrale Möbel wie dieser Altar. Alles, was aus Holz ist, bringen die Hoverscheids in Form. Alles, was aus Metall ist und schwimmen lernen muss, bringen die Handwerker hier in Form. Mitten in der Eifel und nur einen Steinwurf vom Nürburgring entfernt, baut das Stahlbauunternehmen Müller Schiffe, Anlegestege und Pontons. Ein Ausnahmeunternehmen, das dafür sorgt, dass auch mal eine Fähre aus Kempenich auf Berg- und Talfahrt über die Straße geht, um das natürliche Medium Wasser zu erreichen. Denn einen Fluss haben diese Handwerker nicht vor der Tür, um ihre Konstruktion schwimmend zu entlassen. Ein Ausnahmeunternehmen ist der Betrieb aber auch deshalb, weil hier mit Schweißern, Metallbauern, Elektrikern, Maler und Lackierern oder Bootsbauern gleich mehrere Handwerker unter einem Dach zusammenarbeiten. Neben Schwimmkörpern werden auch Schiffsantriebe komplettiert und aus Motorblock und Schiffsschraube ein funktionierender Antriebsblock zusammengebaut, der dann in aller Welt laufen wird. Auch hier greifen Elektriker neben Metallbauern Seite an Seite zum Handwerkszeug. Ein Schiffsantrieb ist nicht nur komplex, sondern auch auf jahrzehntelangen Dauerbetrieb ausgelegt. Made in Germany bzw. Made in Kempenich genießt international einen erstklassigen Ruf. Doch auch national können die Eifelaner auf eine beeindruckende Erfolgsstory zurückblicken. Die Einsatzorte liegen in allen Teilen der Bundesrepublik. Also hier auf der Karte sehen Sie die verschiedenen Einstecknadeln, wo wir Produkte innerhalb an den Flüssen hier in Deutschland hingelegt haben. Die blauen stehen für Steganlagen und die grünen für Fahrgastschiffe. Und Fahrgastschiffe werden nicht nur neu gebaut, sondern auch an den betriebseigenen Werftstandorten Oberwinter und Bingen umgebaut. Hier können Schiffsrümpfe entkernt werden und wird so Platz gemacht für neue Innenausbauten. Hier war einmal die Küche, die nun neu eingebaut wird. Bleibt die Frage, warum die Schiffbauer ihren Hauptstandort mitten in der Eifel haben. Am Wasser war kein Gewerbegrundstück zu bekommen und die Firma war ja nicht immer so groß, wie sie jetzt ist und deswegen sind wir hier gelandet.
Als Einmannbetrieb startete Günther Müller vor 20 Jahren. Heute zählt das Unternehmen 30 Mitarbeiter und ist eine feste Größe, geht es um Metall, das schwimmen lernen muss. Damit es aber für diese Schiffe allzeit alle Kraft voraus heißen kann, braucht es die Antriebstechnik. Und auch die kann im Betrieb auf Herz und Niere getestet werden. Dafür hat das Stahlbauunternehmen einen riesigen Pool angelegt, in dem über mehrere Stunden die Antriebe ihre Kraft austoben können. Dann erwärmen sich die 140.000 Liter Wasser im Testbecken in wenigen Stunden von 12 auf über 45 Grad. Einige Motoren bringen 1000 PS auf den Leistungsprüfstand und sorgen später in ihren Schiffen für den richtigen Kurs. Damit auch Sie weiterhin auf dem richtigen Kurs bleiben, bietet die Handwerkskammer Koblenz eine Vielzahl von Beratungs- und Weiterbildungsangeboten.